Sind wir wieder. Willkommen zurück, Leute. Denn fortsetzen. Ah, ich bin mit Kara und Alice wieder unterwegs. Da habe ich zu mir sogar echt. Ach Scheiße. Ah, Mist, wir hätten die Waffe mitnehmen sollen. Mann. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Warte. Wir wissen, was passiert, wenn wir ihn fragen, wie sitzen bleiben. Das interessiert mich. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Okay. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Okay. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Die werden uns eh nichts sagen. Hier können wir nichts machen. So. Der Laden ist geschlossen. Ja, da haben wir den.
Nö. Und Klamotten. Jetzt gehen wir erstmal Klamotten klauen. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Hallo. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Ja, das wird sie jetzt aber trotzdem wieder. Aber theoretisch kommt der Umzug. Alles klar. Wir haben es gelesen. Mehr ist hier nicht, ne? Das Ding ist aber, wenn wir den Typen ja jetzt überfallen, können wir eh nichts holen. Dann werden ja sofort die Bullen da rufen. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Einbrechen können wir ja auch nicht. Hä? Das geht doch mal ein bisschen schneller. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke
unauffällig hier ein bisschen besser, glaube ich. Die machen sich nur unauffällig. Ah, komm, hier hoch, hier hoch. Okay, hier scheinen alle noch drin, ne? Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay, wir suchen was Besseres. Ja, Besseres wird lustig. Da haben wir noch ein Haus. Und hier vorne war auch noch was. Ja. Ja, das ist eine Zimmer, die wir hier haben. Okay. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Das heißt, wir müssen jetzt doch das Ding da holen. Komm, noch zurück. Vielleicht können wir ihn jetzt mitnehmen. Kurz gucken, ob wir hier jetzt reinkommen. Ne. Na komm. Alles. Elli, 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 Elli. Wunderbar. Theoretisch haben wir jetzt keine Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Theoretisch sollte das super sein. Alles in Ordnung?
Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Okay. Kein... Oder hängt da ein Stück Fetzen von uns? Ich würde ihn ja gerne abhaben. Aber daran erkennt man doch hier, dass jemand da war. Ahn. Ja, nein. Schauen ist okay. Alice? Alice! Das war ein bisschen schnell. Alice? Alice! Ja, lass mich doch nicht machen hier. Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzen Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht wird sie Ralph verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Okay. So was freundlich. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Ich weiß nicht, ob ein Feuer eine gute Idee ist.
Wachenbett. Erstmal Feuer. Meine welche? Wow. Ja. So packt man Feuer hin. So packt man Holz da rein. Ich finde etwas Papier. Naja, haben wir genug hier. Da ist doch genug Papier. Ja, schade, dass wir jetzt noch nicht ihre Temperatursensoren ausstellen können. Okay, drei Zimmer. Gucken wir mal hier. Okay. Hier können wir nicht. Nö, hier können wir nichts. Hier ist auch nicht wirklich. Hey, ein Bad. Wieso ist das zu? Oh. Da ist eine Hand. Okay. Das kommt wahrscheinlich erst noch. So, wie soll ich das hier im Bett bauen? RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Toll, hier haben wir auch nichts, hä? Ach komm, leck mich. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Nicht deine Schuld. Nein. Nicht deine Schuld. Vielleicht war ich nicht brav genug. Nein, der Typ war nur auf Drogen. Und deshalb war er immer so wütend.
Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Ja. Für immer. Jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. Kreuz und quer. Ja, nee, das machen wir nicht. Ach nee, das. Ah, stimmt, das habe ich ja schon mal gemacht. Ganz früh. Das hat er ja echt gespeichert. Interessant. Viele gemacht. Okay. Haben die meisten gemacht. Na gut. Machen wir weiter. Machen wir mal weiter. Dann gucken wir mal, wenn denn Connor auf die Jagd geht, wie er uns da findet. Oh. Thank you.
Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Find the Jericho! Oh. Gott. Ist das gruselig. Einen müssen wir sowas definitiv kriegen. Oder nicht? Hallo, ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin ein AK. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Mhm. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Button Center.
brauchen wir jetzt nur noch ein Audio. Oder doch. Und raus damit. Auch wenn es laut ist. Okay. Aha. So, ja, hier. Na gut, nee. Ja, machen wir weiter. Gucken wir mal, was bei nächsten ist. Schon die andere hat ja die anderen dafür getötet. Alles noch gut hier. Und wir benehmen uns gleich als Arsch bei ihr. Hallo, Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler.
Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er simulierte menschliche Emotionen, Furcht im Besonderen, auf sehr überzeugende Art und Weise. Er schien von ihnen überwältigt zu sein, er verhielt sich irrational. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Ja, bin nur locker. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Ja, aber nicht. Wir sehen nicht echt. Müssen wir. Hey, coole Schuhe. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Ohne Scheiß. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Bleib einfach ruhig. Ja. Auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Kannst du mir bitte es wurden einige Warnschüsse abgegeben. Hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Ricks, der Verteidigungsminister. Was? Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes? Hä? Achso, ich kann da nicht mehr zuhören. Okay, ich hack mal nach. Ja, wir wissen hier, der unaufgeräumte Platz. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Ja. Gefunden. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Du und du, danke. Komm mit. Ah, oh, geil. Hi, Schatz. Alles okay? Hör zu, du sollst doch diese Nummer zeigen. Gut. Connor hat keine Ausdauer. Keine Geduld. Sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Hör zu, ich kann jetzt nicht reden. Ich bin im Büro. Night of the Black Death. Nee, anrufen tun wir nicht.
und Detroit. Oh, das ist neu. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Die Todesgesetze haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag gesetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von 500.000 Euro, Dollar beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein. Deren Planung monatelang gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seine Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Jüngster Lieutenant der Polizeieinheit Detroit. Lieutenant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen er je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird. Und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. Fast eine Tonne Red Eyes im Zug einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffs gefunden. Wahr. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber CyberLife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Oh, Mann. Nö, wir folgen. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur CyberLives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall, ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern. Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeileutnant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört, denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich würde mir gern die Fallakten ansehen. Sagen Sie mir, wo ich... Sprich mit Hank. Mach die Tür hinter dir zu. Scheiße, stimmt, haben wir jetzt auch schon gemacht. Einen schönen Tag, Captain.
Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Nochmal? Scheinbar nicht. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Hey, hast du die Proben angeguckt? Sumo. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Er heißt Sumo. Vielleicht ist das eine neue Art von Glenn-Eis? Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Nein. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Scheiße. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja... Ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Okay. Nee. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay. Krieger, der Manager des Eigenclubs, berichtet von unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden, Modell WR40. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Aber hat sie das irgendwie nicht anders erzählt? ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und... Hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Ich schlage vor, Sie kümmern sich um Ihre Probleme und weisen mir jemand Kompetenteren zu. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran.
Spiel eben gefährlich. Kenne deinen Partner. Hank hat eine Spur. Achso, aber Hank ist doch ständig. Der ist immer so, dann. Okay. Aber können wir gar nichts anderes machen. Was ist das? Das heißt bestimmt, der bringt uns rum. Gut. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. War lustig. Ich bin gespannt, was wir noch so hier hinkriegen. Auf jeden Fall interessant, dass wir da eine oder andere Situation jetzt bekommen, die ich so auch nicht verbuddelt hatte. Ich bin echt gespannt, wie es morgen aussieht. Also sag ich mal ganz schnell bis morgen, damit wir uns auch ganz schnell wiedersehen. Ciao, ciao.